Ja, gut, der Heinz war ja ein super Junge. Er war ja ein Junge aus dem Leben, der wirklich Fußball spielen konnte, wie keine Zweite. So, natürlich hat damals der Oberrat alles im Griff gehabt. Der Oberrat, wenn du Putin bist, dann tut's ja keiner Neffe. Der Oberrat ist ja so ein Typ gewesen. Der Flocke war ja ein Junge aus dem Leben, der stund ja auf der Boxe, der ist hier bei uns im kleinen Köln gegangen und hat mit den Jungen aus dem Leben die zu tun gehabt, weil der Heinz war geradlinig ohne Ende. Da war ein Junge wirklich aus dem Leben, so wie mit der alten Liebe. So, und der Heinz hat ja auch bei uns Fußball mitgespielt, zwar nicht immer, aber wenn er konnte, dann hätte er bei uns Fußball gespielt. Der war natürlich fußballerisch absolute Weltspitze. Der Mann hätte 100 Millionen gekostet, so jod war der am Ball. Das war ein Mann, so jetzt mit der FC Hückheim. So ein Mittelfeld, der so technisch stark ist, die Leute hinsetzen kann. War ja kein Egoist, der hätte für die Mannschaft gespielt. Heinz Flohr war ein Weltspitzenspieler, als Mensch sowie als Spieler. Heinz Flohr war super. War ein Freund von mir und leider wissen wir alle, wie das geendet ist. Aber das sind Lücken, die vergisst man im Leben nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.